Willkommen zurück zu Diablo 3, The Reaper of Souls. So, beim letzten Mal haben wir die Festung des Wahnsinns hier erreicht und haben jetzt hier den Auftrag bekommen, quasi mehrere Geister in uns aufzunehmen, quasi um quasi den Tod zu besiegen. Oder so ganz zu 100%ig habe ich das auch nicht verstanden, aber die haben das schon irgendwie relativ gut erklärt. Wer bist denn du hier? Seraziel. Und ob das hier ein netter Engel ist, ich bezweifle es ja. Wir hatten ja was von dem hier gelesen. Maltaels Wächterin ist das. Ja, dann kann er ja kein guter, eine gute Bubin sein, was auch immer. Keine Ahnung. Wird schon. Immer downhauen. Oh. Der Teil des Lebens ging aber schnell tot. Okay, wir sind jetzt hier im Seelengefängnis und schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt hier das kaputt mache. Es ist kaputt gegangen, tatsächlich. Wow! Der Tod wohnt jetzt in eurem Herzen. Genährt aus der Zerstörung unseres Volkes. Aus all denen, die ihr im rechtmäßigen Kampfe getötet habt. Sogar aus eurem eigenen Ende, das noch kommen wird. Aha. Jetzt könnt ihr gegen Maltael bestehen. Und uns alle von den Qualen unter seinem Joch erlösen. Unsere Wacht endet, Bruder. Ihr müsst nun dafür sorgen, dass sie weitergeführt wird. Ja, dann bin ich mal gespannt. Müssen wir nur noch Maltael auch wirklich finden und auch zur Strecke bringen. Ja, wenn wir das schaffen sollten, dann wäre es schon okay. War klar, dass jetzt hier wieder die normalen Deppen hier ankommen. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall den Tod in uns drin, damit wir nicht einfach durch den Tod durchstechen. Hat man ja gesehen in der einen Cutscene, wie Tyrael da versucht hat, Maltael das Schwert entgegenzustrecken und er ging da einfach hindurch. Und das soll jetzt angeblich nicht mehr sein. Wir können jetzt angeblich uns ihm entgegenstellen. Ob das so ganz klappt, müssen wir mal austesten, wenn es hier tatsächlich gleich dazu kommt. Schauen wir mal. Wird bestimmt großartig. Vielleicht aber auch nicht. Besonders wenn ich hier an jeder dieser Warp-Tore hier, an jedem dieser Stargates hier einfach mal hängen bleibe. Dann kann es nichts werden. So, einmal alles hier zerstören. Das ist immer so ein Muss. Eine Zwangsneurose oder sowas. Warum auch immer ich das immer wieder tun muss. Abwarten. Die Frage ist, wo hat sich Maltael jetzt versteckt? Ist er weit versteckt? Ja, lauf rein, Mammut. Lauf rein. Ja, durchspringen geht, aber durchlaufen? Okay. Muss ich mir merken. Was seid ihr jetzt für welche? Geflügelter Meuchenmörder. Ach ja, die Viecher. Natürlich. Wieso muss hier fast jeder dieser Champions hier Illusionen mit drin haben? Eine ziemlich nervige Fähigkeit kann das sein. Hin und wieder. Gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wo dann, wenn du so wenig Schaden machst wie ich, dann absolut und gar keinen Schaden auf die dir macht. Aber okay. Gut. Das war's mit dem. Ging dann doch schneller als erwartet mal wieder. Ja, man muss immer nur meckern, wenn irgendwer Illusionen hat, dann klappt das mit den Nachbarn. Ja, so ist das. True Story, sag ich euch. True Story. Die sind weg. Was haben wir hier? Engel und Dämonen, die sich von unserem Schicksal versklavt fühlen. Ich kann nicht der Einzige sein. Und so weiß ich, was es zu tun gibt. Ich werde all jene finden, die des Krieges müde sind. Ich habe nicht ein Wort verstanden, aber das ist okay. Wahrscheinlich sollte ich dafür den Sound regulieren, aber jetzt so kurz vorm Ende brauche ich das auch nicht mehr. Bäm! Einfach mal kaputt machen, weil ich es kann. Nicht, weil ich es muss, sondern nur, weil ich es kann. Das ist der einzige Grund, warum ich das tue. Und ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier jetzt irgendwie richtig bin. Hier, wo ich jetzt lang laufe. Lauf hier einfach mal. Wird schon irgendwie. Ich glaube, wir laufen hier fast im Kreis. Was haben wir denn hier? Das ist auch ein richtiges Stargate.
Hat sich gedreht und es war richtig rund. Kann nur ein Stargate gewesen sein. Ein Truhe. Ein paar hunderttausend Feinde. Kann man alles vernichten, das ist schön. So muss es sein in Diablo. 100.000 riesige Monster zum Zerschnetzeln. Bam! Level up! Oh! Ein Legendary, das ich mir gleich mal angucken muss. Vielleicht machen wir dann mal mehr Schatten. Nur vielleicht. Immer die hier. Der ist weg, sehr schön. Und dann schauen wir mal hier. Ach, mein Inventar ist auch schon wieder dann toll. Ist ja großartig. Eine Axt. Und die macht weniger Schaden. Verdammt. Hat ihr denn irgendwas anderes? Hier betäubt Gegner eine Sekunde. Nee, das ist jetzt irgendwie jetzt nicht so unglaublich toll. Hat natürlich keinen Haltbarkeitsverlust. Wir haben eine höhere Heilung, aber das haben wir jetzt nicht wirklich nötig. Schade. Ich hätte jetzt gerne eine neue Waffe gehabt. Aber wir machen mal Folgendes. Wir machen hier einmal kurz zurückteleportieren. Ich erwarte in ihm meinen Tod zu finden. Und dann entzaubern wir den ganzen... Oder... Wir zerlegen die Waffen und so. Ne, weil brauche ich halt nicht. Hier, auch Legendary. Es tut einem immer weh, wenn man so ein Legendary vernichten muss, ne? Aber was soll's. Das muss, das muss. So. Dann kann ich auch nochmal ganz kurz gucken hier, ob ich irgendwas Tolles jetzt habe, was ich mir schmieden könnte. Das wäre eine Kacke. Das könnte ich mir machen. Fragt sich nur, ob ich da auch was rauskriege, was mir wirklich was bringt. Oder ob ich doch dann warte und die Materialien aufhebe für später, wenn ich nämlich dann hier mit den... mit der Ausbildung hier weiter fortgeschritten bin. Ich bräuchte ja noch zwei Atem des Todes und dann könnte ich hier das Ganze ein bisschen aufwerten. Mal gucken. Das wären nur die Begleitersachen. Die will ich jetzt nicht zwingend herstellen. Weil Begleiter nutze ich eigentlich wirklich nur, wenn ich hier im Singleplayer spiele, ist für euch. Und sonst ganz selten, dass ich das im Einzelspieler spiele. Meistens entweder online oder halt mit Freunden. Und sonst so für mich meistens eher gar nicht. Kann sich jetzt natürlich ändern hier mit dem Abenteuermodus, dass ich da halt mal öfter sage, ja, das mache ich hier so für mich. Aber mal gucken. Was ja auch immer ein bisschen mehr Reiz hier an dem ganzen Spiel ausmacht, dass man jetzt nicht immer die Kampagne hier rauf und runter geht, sondern halt auch mal so ein paar random generierte Quests oder sowas bekommt, die man dann halt immer durchlaufen kann und sowas. Was natürlich auch im Prinzip immer wieder dasselbe ist. Aber es bietet einem doch ein bisschen Abwechslung, andere Ziele, die man quasi erfüllen muss und so weiter und so fort. Und man kann dann quasi mehr oder weniger durch die ganze Welt von Sanctuario hier so ein bisschen durchlaufen. Und wer weiß, ich habe das ja bisher noch nicht ausprobiert, ne? Aber ich bin halt sehr zuversichtlich, dass es einen doch etwas mehr bei Laune hält, als wenn er immer und immer und immer wieder die Kampagne hier durchlaufen muss, immer wieder dieselben Dialoge überspringen muss und so weiter. Natürlich gibt es dann halt beim Abenteuermodus eine Dialoge und Cutscenes, aber brauche ich dann auch nicht. Wenn ich das eh nur zum Farmen mache von Equip und Gold und sowas, dann brauche ich da jetzt nicht unbedingt nur eine Cutscene. Ne? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Gut, ich glaube, ich bin fast im Kreis gelaufen. Kann ich da rüberspringen? Ja, ich kann dann. Sonst hätte ich außen rumlaufen müssen. Aber es ging ja dann doch irgendwie gut. Und wo muss ich jetzt eigentlich lang? Ich würde ja fast sagen, ich laufe jetzt hundertprozentig in die falsche Richtung. Aber ich gucke hier nochmal. Oh, hey! Feuerketten, yay! So, die gehen aber schön down hier. So, habt ihr es jetzt oder ist da noch? Da ist noch einer, ich glaube, das hackt. Und bam! Ja, dabei irgendwas Gelbes ist. Schon mal sehr schön. Hier, so ein Ding hier. Ja, ich glaube, wir müssen hier nach rechts hier zu diesem Quadrat hier. Da nochmal hin. Könnte mir sehr gut vorstellen. Wir schauen mal. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie einen Weg oder sowas gesehen habe. Da haben wir nochmal uralte Schriften.
die wir wahrscheinlich wieder nicht verstehen können, aber ich gucke da trotzdem mal rein. Mein Vater stört es nicht, ständig den gleichen Kampf gegen die gleichen Feinde auszufechten, während alles zu Asche zerfällt. Mögen seine Siege auch einen Tag Zeit. Bestand haben. Ein Jahr, vielleicht gar ein Jahrhundert. Der Krieg wird niemals enden, solange er und seine Brüder uns anführen. Ein Ende ist möglich, aber Narren wie mein Vater sind nicht in der Lage, es zu sehen. So, shit happens, ne? Nee, hier ist tatsächlich nur eine Ecke. Wie ärgerlich. Dann gehen wir doch dahin wieder zurück, wo ich gerade hergekommen bin. Oder hier so irgendwie mal so durch die Mitte durch oder sowas. Irgendwie sowas muss es ja mal geben. Jetzt haben wir hier ein neues Talent, oder was? Hier, Tobsucht. Erhöht 8 Sekunden lang eure Stärke um 1. Ja, okay. Das ist an sich nicht verkehrt, nur anstelle, welches von denen mache ich das? Ich würde es ja eigentlich anstelle aber zusätzlich dann zu Platz 70 dann machen. Oder aber ich skill das dann jetzt schon mal und mache dafür irgendwas anderes dann mal weg oder so. Guck ich gleich mal. So, geh mal weg, genau. Planstoß, wirklich keine, ne? Nee. Haltet einen Bonus, der auch deinen Typ. Ja, komm, machen wir es an der Stelle von dem hier. Steinhardt erstmal weg. Gucken wir mal, wie wir damit zurechtkommen. Und dann mal gucken. Was macht das jetzt genau? Ach, prozentual so. Okay. Wenigstens etwas. So, und wo ist jetzt Maltael? Ja, warte, ja, das ist jetzt in dem Moment das Viech hier angehen muss. Ja, das Viech, damit meine ich hier das komische Tor. Oh, da haben wir einen Questgeber. Hey! Ein Nephalem-Geist. Wieso ist ein Nephalem denn gestorben? Ich dachte, die sind nahezu unsterblich. Geht ja nicht. Könnt ihr auch nicht machen. Schauen wir mal gleich. So, Nephalem-Geist. Okay. Na dann öffnet eines der versiegelten Kristallgefäße. Aber welches? Ich nehme das hier. Okay. Mach ich das auch nochmal? Ach, wird schon. Hey, Amok, der Brecher. Na dann vernichten wir ihn mal. Bäm. Und wir bekommen Treter. Hey, hey. Diese Kacke und der Gürtel, den wir vorhin eingesammelt haben, ist natürlich auch totaler Mist. Wieso denn auch nicht? Ja, aber ich glaube, der Staff hier, den wir bekommen mit den 25 stackbaren Schadensbonus da, oder Stärkebonus, hat sich dann doch schon mehr oder weniger gelohnt. Natürlich ist der relativ schnell dann immer weg. Aber jetzt gerade in so Massen und sowas, da steckt er schon ziemlich schnell hoch und kann man schon gut was mit machen, denke ich. Ich meine, das sind dann, wenn er hochgesteckt ist, 25% mehr Schaden. Oder mehr Stärke in dem Fall. Und das ist halt nicht wenig. Und du, da bleibst mal hier. Du bleibst hier. Nein. Scheiß Schatzgoblin. Ah! Komm hier nicht vorbei. Ah! Da ist er. So, und jetzt bleibt sie hier. Oder so ähnlich. Wo ist er? Da hinten läuft er. Da. So, und drauf da. Und ich habe ihn gerade so gekriegt. Aber wirklich so, gerade so. Er wollte schon durchhüpfen. Habt ihr auch so gesehen, ne? Jetzt will die Keile haben. So, danke. So. Da ist noch einer. Gibt's ja nicht. So, was haben wir jetzt Schönes? Etwas für einen Hexendoktor. Hey. Nein, falsch. Besser.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich gehe einfach mal in diese Richtung. Oh nein, ein Tor! Ich bin durch. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, ob das hier die richtige Richtung ist. Aber irgendwo muss es doch lang gehen, oder? Pfad der Weisheit. Wenn der das sagt, dann wird es schon irgendwie stimmen. Hoffe ich. Wenn nicht, dann kann mir das auch ziemlich leid sein. Müssen uns beeilen. So, was ist denn da oben jetzt, was ich da gerade gesehen habe? Wird jeder Bewohner unserer Welt. Ach, Templar. Bleib mal locker. Wie cool. So. Er ist vor Furcht gefliehen. Geflieht. Oh Gott. Verzeihung. Mein Deutsch ist einfach so schlecht, ne? Da muss ich schon anfangen zu husten. Anders kann ich es mir nicht erklären. Es war einfach so ein plötzliches Husten, das einfach so unglaublich unvorhersehbar kam. So was soll es ja mal geben. Und, so, die Teile möchte ich haben. Danke. So, was haben wir da für einen Dreizack? Ne, war gar kein Dreizack. Sah immer aus wie so ein Dreizack, den wir eingesammelt haben, aber es war nur ein Köcher. Dann war das halt nur ein Köcher. So, hier haben wir mal wieder so ein tolles Portal. Damit irgendwie hin. Da komme ich dann wahrscheinlich von der anderen Seite hin. Okay. Gut. Dann gehen wir halt von hier rum dahin. Ich bin da ja nicht so. Meistens. Eine Truhe mit Mega Epic Loot. Ja. Nur mit einem gelben Teil, das bestimmt voll kacke ist. Bam! Und hier das Zeug. Gab mich nach Sanktuarium, wo die Menschen weilen. Aber die Seelen riefen von einem anderen Ort nach mir. Ich durchsuchte die gesamte Schöpfung. Stets dem Klang folgend. Und dann verschwand ich. Oh nein! Des Wahnsinns, wo einst der Weltenstein wohnte. Oh nein! Er verschwand in den Ebenen des Wahnsinns. Mach ich auch immer. Die Seelen sind in Aufruhr. Ich kenne jetzt die Wahrheit über die Sterne. Ich brauche mehr Zeit in den Tod. Egal, welche Schlachten sie schlagen, welche Triumphe sie erringen, sie sterben. Das ist Weisheit. Meinst du? Also ich sehe das ein bisschen anders. Na, einfach nur zu erkennen, dass jeder sterben muss. Na, ich weiß ja nicht, ob das so an Weisheit grenzt. Vielleicht zu Zeiten des Steinzeit-Universums. Steinzeit-Universum, oh Gott, Mammut, ich sollte ganz dringend hier mich selbst aufweigen. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So, zu Zeiten der Steinzeiter. Ne? Damals war halt, ne? Sowas, so ein Wissen, so zu wissen, aha, alle müssen sterben, bestimmt voll die Weisheit. In den Seelen der Menschen zeigt sich ihr gewaltiges Potenzial. Sie können für das Gute eintreten. Noch nicht bereit. Oder sie richten Unheil an, das dem niederträchtigsten Dämon der Höllen würdig wäre. Die Macht einer solchen Entscheidung sollte nicht den Herzen derer überlassen sein, die die Schöpfung nur für einen kurzen Augenblick erleben, bevor sie aus ihr entschwinden. Ja, das stimmt. Menschen sind unberechenbar. Aber wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Festung des Wahnsinns, Ebene 3.